Ich habe noch einen Vogel für mich aufgelegt. Will noch wer? Ich habe gerade gegessen. Ich habe gerade selber mir Fleisch aus dem Lager genommen, einfach. Ich esse noch Beeren. Ich werde jetzt hier ingehen zum Vegetarier. Lund. Ja, und der Vegetarier ist der, der die ganze Zeit allen Fleisch kocht. Auch nett. Ja, gell? So ein bisschen Rollen vertauschen. Ja, passiert, ne? Und das war keine Absicht mit passiert. Ist mir gerade aufgefallen. Ich gehe mal eben im Fluss schwimmen, damit ich den Geruch von den komischen Eingeborenen loswerde. Stimmt, das kommen wir ja auch. Ich werde im See schwimmen, den wir hier haben. Ja, und in unserem kleinen Teich unten. Ich habe mir aber gerade überlegt, dass ich vielleicht Stöcker sammeln gehe. Und da habe ich gedacht, dass. Ich merke gerade, mit dem Schildpanzer können die sämtlichen Fallschaden verhindern. What the hell? Ich springe einfach nirgendwo runter. Langweilig, was? Aber das musst du ausprobieren, das ist voll lustig. Ich probiere es auf jeden Fall. Irgendwann probiere ich es auch nicht, aus, safe, aber... Also ich weiß auch, man kann Rutschen bauen, glaube ich. Warum sind hier nur Bäume, aber keine Stöcker? Dann machen wir einen auf Galileo und machen Wasserrutschen-Test in The Forest, oder was? Wasserrutschen-Test, ja. Auch nice, die Idee. Ich meine, es gab dort hier... Glaube ich. Ich meine, haben wir nicht im letzten Stream oder im vorletzten darüber geredet, dass wir Schlitten fahren wollen? Ja, das war die Stelle, wo du gesagt hast, über Schlitten fahren. Und da war ja auch die Sache, wo mich der Baumstamm hochgejietet hatte, genau an der Stelle. Davon gibt es ja den Clip. Ja, genau. Ich meine, so, warum dann nicht mit Schildkrötenpanzern Schlitten fahren? Und übrigens, ihr könnt auch jederzeit bei einem von uns klippen, ne? Also zumindest bei mir ist gerne gesehen. Bei mir auch. Bei mir auch. Okay. Ich bin irgendwie unabsichtlich ein bisschen weit weggelaufen. Ich wollte gerade sagen, solange du Orientierung hast, aber du bist Murphy, du hast keine so gute Orientierung. So, was? Guck mal hoch zur oberen. Ja, ich schau. Mhm. Warte. Ja. Und, warte, pass auf, hier fährt der Fuckboy. Warte, komm mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich immer der gleiche beobachtet. Okay, nice. Ach, hier bin ich. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, hier war ich schon einmal. Hier hätte ich noch Stöcker und so gefunden. Ey, das ist ja maximal cool. Ich merke schon, du hast Spaß damit. Du hast wirklich, wirklich Spaß damit. Ich habe eben nicht mehr richtig Spaß dran. Ich habe so gedacht, hey, wieso muss ich den Wagen denn hochfahren, wenn ich für unseren Leuchtturm doch einfach hier unten anfangen kann zu bauen? Scheiße, stimmt, der Leuchtturm geht bis hier ganz runter, ups. Ja, das Ding, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du den nicht bis hier ganz runtergezogen hättest, dann bräuchten wir wahrscheinlich nur halb so viel Stöcke, aber egal. Baumstämme, aber egal. Ich bin gerade unterwegs zum falschen Lager, weil ich irgendwie mich am falschen Haus orientiert habe. Oh, okay. Baumfeld. Ich guck mal, ich bin jetzt mal so dreist und guck mal, ob Baumfeld. Ich unseren letzten Wagen finde, der mir hier angezeigt wird. Vielleicht kann ich dann mit dem zurückkommen, wenn ich sowieso schon mal... Da bist du aber sehr weit von uns weg, wenn du angegriffen wirst, ne? Guck doch mal bitte, wo mein Name ist, Bass. Extrem! Ich bin schon die ganze Zeit in die falsche Richtung sowieso schon unterwegs gewesen, weil ich auf das gelbe Haus zugelaufen bin und nicht auf euch. Schildkröte! Oh. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Wagen über den Fluss komme. Kann man die dupen? 3, 2, 1, go. Okay, man kann das Fleisch dupen, aber nicht den Panzer. Das Ding hat Fleisch? Ja, die Schildkröten haben Fleisch. Kleines offenbar. Hier ist einfach keiner. La 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 la, lass mich in Ruhe. Hier ist einfach keiner. Dup, di, dup, di, du. Irgendwie glaube ich das Mappy gar nicht, dass er keiner ist. Aber wieso nur? Hier ist halt gerade wirklich keiner. Ich sehe gerade Wiese und noch mehr Wiese. Ja gut, die waren ja halt alle damit beschäftigt, unser Dorf, unser Lager anzugreifen. Oder Passi und mich anzustarren gerade. Oh mein Gott, macht die Axt Schaden. Wie flippe ich einen Wagen um, so dass ich ihn 90 Grad drehe mit ihr? Guck mal. Nee. Guck mal, was der auf dem Kopf hat. Was hat der auf dem Kopf? Ja. Guck mal, guck das mal an. Siehst du das? Nee, sehe ich nicht. Oh, der hat eine Naht, ist das, oder? Sowas ja, der hat sich den Kopf über den Kopf gezogen.
Oh. Werde ich hier gerade angegriffen? Ja, wir wurden gerade von einem angegriffen, aber der ist down. Okay, war nur einer? Ich sag mal so. Ja, die Axt ist sehr effektiv mit den ganzen Federn dran und macht arsch viel Damage. Okay. Ich genieße hier gerade mal wieder die Aussicht. Nein, Spaß, ich suche gerade einen Weg, wie ich mit dem Wagen hier runterkomme. Passi, geh doch einfach zu unserem Lagerfeuer. Sollen wir eigentlich hier dann noch ein zweites Lagerfeuer aufmachen, damit wir das nicht immer bis durch unsere gesamte Base rennen müssen? Das wäre doch hier. Wie komme ich denn mit dem Wagen überhaupt in unser Lager rein? Also, stimmt, der Fluss ist ja am Weg, ne? Ich hab mir... Außenrum, Baby. Ja, wo außenrum? Bei dem alten Lager außenrum oder anders außenrum? Dann ist am Lager vorbei, am alten. Ich weiß nicht, gibt's da überhaupt eine Stelle, wo man mit dem Wagen durchfahren kann? Abbas, wir haben den anderen alten Wagen geholt. Aber warte, du hast einen Wagen rübergenommen? Ja, wir haben keinen anderen gebaut. Wir haben den hatte Passi nachträglich geholt gehabt. Ah, okay. Ich muss ja irgendwie durch. Aber ich kann euch nur empfehlen, die Axt mit den Federn zu benutzen. Die moderne Axt mit den Federn. Das ist OP. Passi, guck mal, da links oben sind welche bei unserem Lager. Ich habe gerade nicht über dem Abgrund geschwebt. Nein, nein. Aber Passi, nicht hin. Du bist gerade unterwegs sein, oder? Ja. Lass die doch, solange sie unsere Mauer nicht angreifen. Greifen unsere Mauer an, ich kenne die doch. Okay. Ja, Passi, du kennst sie, genau. Und deswegen greifen die auch immer an, sobald die einen sehen. Und man muss immer direkt alles kaputt hauen. Und eigentlich braucht man das gar nicht. Ja, und währenddessen, Möppi und ich, sie starren uns an, wir starren zurück. Dann rennen sie irgendwann weg und dann ist es gut. Keiner hat ein Problem. Also, ihr könnt euren Speer mit Alkohol und Stoff verbinden, dann macht ihr den Molotow-Speer. Ich töte mal das Räder vorne, ne? So, mach das. Ich muss nur treffen. Oh, shit. Ich kann mit jemandem gegen. Das fand ich gut. Dann hau aus dem Reh halt eine Axt rein. Okay, hier geht's okay, runter. Okay, Reh down. Ist egal. Reh down. Ich häng mal das Fleisch zum Trocknen auf, ne? Mach das. Jo. Kann nicht mehr getragen werden, Fleisch. Oh. Wir haben auch ein paar Trockenstangen da. Ja, ein paar wenig. Ich will mir das gleich mal ansehen. Ich denke mal, es sollte nicht ganz so schlimm sein. Ach, mach doch dieses verdammte Tor zu. Aber wenigstens habe ich mich nicht ausgesperrt. Dieses kleine da oben. Mhm. Da unten. Aber Passi, hier ist doch jetzt Fluss. Ja, warte. Muss ich jetzt ganz um den Fluss rumrennen? Warte, ich komm runter. Ei! Hui! Wo bist du hey denn? Lucy, ah, da wie bist geht's? Au. Hey, Lucy. Muss ich ganz rumgehen? Du musst hier rum. Okay, warte. Okay, Leute, ich plan mal noch so eine Trockenstange. Warte. Das ja, warte, ich komme hier gerade nicht durch. Ich bin hier gerade zwischen zwei Ästen eingeklemmt, in Anführungsstrichen. Nein, nicht dahin. Ich hoffe, ihr bringt Stöcke für das Trockengestell. Ich bringe Stöcke mit, ne? Wir können den Wagen mit den Steinen leer machen und hier sind gerade viele Stöcke. Wir können die Steine rausnehmen und Stöcke reintun. Warte, ich nehme raus. Ja, ich kann aber nicht mehr viele tragen. Oh, den wollte ich aber liegen lassen. Ja, natürlich. Wir haben unser Steinlager ist voll, Passi. Mhm. Aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich hätte eben auch schon Stöcke mitnehmen können, sozusagen. Aber wir können ja einfach hier... Stöcke müssen sowieso blöd, also... Ich wollte gerade sagen, dann machen wir hier mal eben Stöcker in den Wagen. Und dann... Boah, wie viele Steine jetzt hier liegen um den Wagen rum, ne? Warte mal. Wir sind nur gerade eben fast verreckt, aber ansonsten ist alles gut bei uns. Okay, Moment. Alles normal. Ja, genau. Genauso wie dass ich irgendwie mit 5 HP, mit 2 Treffern, die ich abhaben kann, das letzte überlebt habe, ist auch leider normal irgendwie geworden. Wobei ich derjenige bin, der am wenigsten kämpft. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Ja, ich bin halt so, dass ich mich zurückziehe, wenn ich merke, dass die mich in einen Mangel nehmen. Und irgendwie habe ich da ein ganz gutes Gespür für.
Ich weiß halt nicht, vielleicht lasse ich euch auch übel im Stich, ohne es zu wissen, aber das ist dann nicht meine Absicht. Habe ich nicht das Gefühl, muss ich sagen. Okay. So, der Wagen ist voll, Mippi. Ja, ich sammle hier noch meinen Beutel voll. In unserem alten Lager. Bei unserem alten Lager waren doch 10.000 Stöcke. Ein bisschen in Erinnerung schwelgen hier in unserem alten Lager, wo wir die Hütte dann doch nochmal neu aufgebaut haben und kurz nachdem wir fertig waren, entschlossen haben, oh, wir ziehen um. Ja, weil uns auch gesagt wurde, ja, ihr sitzt direkt neben dem Hauptdorf von denen. Was? Ja, das war unsere Reaktion so. Bitte was? Nee, wir fällen tatsächlich gerade gar nicht so viele Bäume, sondern ich habe jetzt, weil ich mich ein bisschen verlaufen habe, den unseren dritten Wagen wieder zurückgeholt. Den haben wir jetzt mit Stöckern voll gemacht, weil wir sowieso gerade auf dem Weg waren. Passi, wo muss ich jetzt rüber hier? Ja, warte kurz. Ich brauche einfach noch einen Hasen gerufen. Einfach hier durchs Wasser? Nein. Bloß durchs Wasser. Bloß nicht durchs Wasser. Papi, was glaubst du, warum ich hier eine Brücke bauen wollte? Also muss ich doch in die ganz andere Richtung gehen und am Fluss lang. Ja, du musst nur da, hier dran vorbei. Ach, hier kann man auch dran vorbei, okay, gut. Weil ich weiß, dass man ja auf der anderen Seite vom Fluss vorbei kann, aber das war ja meine Frage gewesen, ob ich da lang muss oder ob ich in die andere Richtung muss, sonst wäre ich jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Ich folg dir einfach, Passi. Ich bin schützt. Und währenddessen seht ihr bei mir spannendes Baum. Das macht die Situation irgendwie nicht besser. Baumfell-Gameplay. Was meinst du? Aber hey, wenigstens kann ich mit der neuen Axt echt schnell Bäume fällen. Lass mal hier am Strand gucken, ob hier noch Schildkröten sind. Dann können wir vielleicht, nicht wegen Schildkrötenpanzern oder so, damit wir vielleicht ein bisschen mehr, damit wir noch mehr Wasser auffangen Dinge haben, weil es regnet weniger als die letzten Folgen, glaube ich. Mit den Bären bekommen wir auch Trinken. Mhm. Stimmt, mit den blauen Bären haben wir Trinken und Essen in einem, ja. Ja, also genau. Wir haben so unendlich viele blaue Bären, also... Das stimmt. Das ist halt echt kein Problem. Hier auch nur mit. Ja, das ist mir bewusst. Jetzt sieht man auch mal Gegenden. So schnell ist Möppis Orientierung dann auch nicht. Jetzt sieht man auch mal Gegenden in meinem Stream, in denen ich noch nie war. So weit außen bin ich noch nie um unsere Base rumgelaufen. Und da der Wagen auch voll mit Stöckern ist, sieht man jetzt in meinem Stream richtig mal schön die Küste. Guck mal, da hinten ist ein Schiff. Hallo, nein, Spaß, da ist kein Schiff. Guck mal, da hinten ist irgendein Flüchtlingsrettungsboot. Sieht es uns? Nein, die sieht uns, geht's hier gut. Wir haben eine schöne Base gebaut, die kommen nicht zu uns. Was? Ach, guck mal, da siehst du schon den Anfang von unserem Turm. Jo, Tatsache. Hier wäre auch. Also, ich will ja nicht sagen, aber hier wäre auch super Ort für eine Höhle gewesen, ne? Ja. Am Endeffekt ist da eine Höhle und wir wissen nur nicht. Ich möchte einmal kurz die Aussicht auf den weiten Ozean genießen, weil das hat man in dem Spiel jetzt nicht so oft, dass man wirklich so eine Aussicht auf das Wasser hat. Das hat man schon öfter, aber das ist so direkt bei unserer Base so ein kleinen, das ist hier, dass wir hier so einen kleinen Privatstrand direkt an unserer Base haben, ne? Ich will nicht sagen. Wenn du willst, können wir den Strand auch noch umzäunen, dann haben wir wirklich einen Privatstrand. Ich finde hier, der Privatstrand, den wir hier haben, das können wir irgendwann im Laufe des Projekts von mir aus gerne noch machen, so unser kleiner privater Strand hier unten, das ist schon, finde ich, ganz nice. Da könnte man sich dran gewöhnen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie man sich Liegestühle craftet, oder wie? So ungefähr, ja. Man kann sich Betten und so craften, das habe ich schon im Buch gesehen. Echt? Ja, ne, Muffin, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass man so einen Privatstrand hat. Aber den müssen wir ja nicht so. Bei unserem Strand müssen wir den Wald dann ja nicht verstärken und so ein Kram. Nö, das ist ja Freizeit. Da ist egal, ob man überlebt. Hauptsache, man hat eine schöne Zeit, was? Wir werden eh nicht viel am Strand rumgammeln. So, einmal der dritte Wagen mit vielen Stöckern. Bitteschön. Okay, warte. Ich nehme da mal. Ich hab grad 20 Stöcker in meinem Inventar. Deswegen kann ich gerade nicht. Ich auch. Deswegen würde ich jetzt hier den Zaun weiterbauen hier einfach, oder? Dass der irgendwann mal fertig wird. Ja, ich mach das Trockengestell, das ich gebaut habe. Soll ich eigentlich noch ein viertes Trockengestell direkt dazu bauen? Jetzt jemand mit Beachtung. Hä? Polizeistück. Draußen. Was? Die Polizei steht draußen? Die achten das auch.
Die Polizei steht draußen. Oh nein, wir haben keine Masken und kein Mindestabstand. Ich hab echt verstanden, die Polizei steht draußen. Pass auf, und ich so, hä? Nein, nein, doch, ich bin Einheimischer. Hab doch alles gemacht. Oder noch schlimmer, wir haben kein GEZ bezahlt. Dass der Brief noch nicht gekommen ist für The Forest, wundert mich hier. Wir sind hier auf einer. Ich meine, wir haben zwar keinen Fernseher, wir haben kein Radio, aber. Oh, da, wir haben ein Funkgerät. Da hab ich meinen Satz gehört. Und wie jeder weiß, zählt das Funkgerät ja wahrscheinlich auch zu Rundfunk und deswegen müssen wir ja eigentlich auch Rundfunkgebühren bezahlen, finde ich. Wir belegen übrigens sehr viele Frequenzen. Also hallo. Ja, echt mal. Wäre ja voll langweilig, wenn wir das nicht nutzen würden, wo wir schon nicht dafür bezahlen. Okay, lassen wir das. Warum zahle ich GEZ? Ja, weil dieses Gerät dafür, weil sie Gerät fürs Fernsehen haben. Ich nutze es aber nicht. Ja, aber sie haben das Gerät dafür. Ja, da hätte ich kein Kindergeld. Ja, gut. Da hast du auch das Gerät für, ne? Und ja, das habe ich jetzt gesagt. Ich muss aufpassen. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Warum? Weil das Stream hier ab 18 ist. Ach, egal. Als ob das irgendwen interessiert. Ich wollte gerade sagen, bei solchen Aussagen interessiert das, glaube ich, wirklich niemanden. Ja, cool. Kannst dich ja bewerben für einen Twitch-Bann. Vielleicht ist Twitch ja so nett und gewährt dir deinen Wunsch. Ja, du kannst dich halt selbst reporten, wenn du unbedingt Bock drauf hast, ne? Ja, eben. Du kannst dir selber unnötig viel Stress machen. Ich würde tatsächlich. Ja. Wollen wir schlafen? Ja, ich würde sagen, wir wollen schlafen. Gut, dann steige ich nochmal ein bisschen den Mond an, bis du da bist, was? Ich bin da. Ich muss mal gucken, ob ich viel passe hier eigentlich durch das Fenster hier rein. Gar nicht mal so einfach hier durchs Fenster reinzukommen. Ich benutze einfach sowas, das nennt man Tür. Nee. Ja? Du musst laufen, springen, ducken. Warte, laufen, springen. Nee, warte, oder? Vorführeffekt, ne? Vorführeffekt. Also ich will nicht sagen, ne? Wir schlafen die Nacht heute nicht mehr. Ich gehe wieder Schlöcker sammeln. Nee, warte, wir gehen schlafen, komm schon. Geh auch durch die Tür rein, Bucky. Weiß ich nicht, weil sonst hätte ich jetzt die Zeit, die ihr das versucht, effektiv genutzt und hätte Stöcker gesammelt. Passi, kommst du? Die wir ja dringend brauchen. Einmal speichern? Habe ich eben schon. Ein Monat. Ja. Oh, echt? Nice. In the forest, ja. Ich werde die Stöcker bei der alten Base von uns sammeln. Da war so viel. Ich nehme auch einen Wagen mit, ne? Mach das. Aber ich gehe erstmal Bären snacken. Ich auch. Ja, das mache ich hier oben, aber... Ich mache es auch oben. Ich glaube, die Bären spawnen sowieso individuell, ne? Kann sein. Wir können uns halt jeden Tag richtig schön voll snacken, weil, juckt. Oh, ich habe gerade grüner Daumen bekommen. Oh, das habe ich schon lange. Einmal... Übrigens, ich will mal gucken, wie man sich Heilzeug craftet, weil wir haben ja mittlerweile Aloe Vera, glaube ich. Ne? Aloe Vera, ich habe das, glaube ich, gefunden gehabt. Ich habe Sonnenhut, Chicorée und die Ringelblume und Aloe Vera habe ich auch immer im Inventar tatsächlich. Also wenn du das brauchst, ich kann das auch essen. Ich weiß nur nicht, ob, wenn ich das esse, dann dass mir das schon Gesundheit wieder gibt. Also mit Aloe Vera... was ist das Rezept? Für die Gesundheitsmischung braucht man Aloe Vera und Ringelblumen, da kann man die Gesundheitsmischung herstellen. Ringelblumen, ja, Ringelblumen habe ich doch alles. Können wir das auch irgendwie anpflanzen, vielleicht in so einem Art medizinischen Beet oder so, dass wir da das trennen von dem Essen? Kann man das machen? Also, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn das geht, dann sagt Bescheid, dann, wenn ihr das gebaut habt, dann, wäre ich natürlich bereit, meine Pflanzen einzupflanzen. Ich gehe jetzt an unserem Privatstrand mit dem Wagen her in Richtung... Obwohl, ich könnte auch eigentlich durch den Fluss... Du kannst ja an den Fluss rangehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja an den Fluss rangehen. Ich habe übrigens eben die ganze Zeit vergessen, dass ich mit dem Wagen auch sprinten kann. Nice. Keine Frage, wollen wir es vielleicht mal so machen, dass wir eine Brücke da über den Fluss bauen?
für die Wägen, falls wir da mal öfter rüber gehen. Also muss ich gestehen, fände ich in unserer aktuellen Situation ziemliche Ressourcenverschwendung. Okay, wir bauen einen Leuchtturm, ich sag nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, was mit unserem Leuchtturm, unserem Pavillon, unserem so ziemlich alles. Unserem Hausboot auf unserem See, das man nicht benutzen kann. Ja, wir haben hier unten einen Privatstrand, den zeige ich dir gleich einmal, Kat, ich gehe da gleich einmal mit dir hin. Zeig dir gleich einmal unseren Privatstrand. Ja, wir haben uns so ein bisschen Luxus gönnen wir uns hier auf der Insel. Also was, guck mal, wenn du es mal hochrufst, dann siehst du, wir können es nutzen. Wenn ich nicht schon wieder. Worum geht's? Wenn ich nicht schon wieder direkt in die vollkommen falsche Richtung gelaufen wäre. Mhm. You've been my head right round like a wreck. Überlebe ich das? Ja, das überlebe ich. Das Hausboot auf unserem kleinen See. Und unser kleinen See ist halt wirklich so hardcore unnötig. So, ich bin mit dem Wagen jetzt am Fluss. So, jetzt gehe ich einmal zu unserem. Jetzt mache ich mein Feuerzeug an. Warum hat er unser Feuerzeug? Wenn ich fies wäre, würde ich sagen: Keine Sorge, das ist nicht so gut, dass Twitch das claimt. Ich dachte, das ist Realismus. Ja, es ist es ja eigentlich Realismus. Ich meine allein schon, weil er jetzt ein Lied von der Sängerin gesungen hat, wenn er das so singen könnte, dass Twitch das claimt, dann Respekt. Ja, ne? Da hast du wirklich meinen tiefsten Respekt. Dann solltest du nach DSDS gehen. Ich kann den Text sowieso nicht, also passt das schon. Ja, also ich merke schon. Das ist in etwa so, wie wenn man halt so einen Song mitsingen will und dann fällt einem auf, oh. Also, Kati, dieser Strand hier, ich gehe jetzt nicht ganz lang, weil ich möchte Stöcker sammeln, der geht bis zu unserer Basis komplett durch und man kann dann auch von unserer Basis direkt hier hingehen. Und das ist unser kleiner, sehr schmaler, aber es ist ein kleiner Privatstrand, den wir auch noch irgendwann einzäunen wollen mit einem kleineren Zaun als den unserer Base. Also wir haben so ein kleines bisschen, haben wir was hier.